So, herzlich willkommen, sehr verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir geben noch gerade unseren Nachzüglern etwas Zeit, um sich auch noch hier zurechtzufinden und starten dann gleich in wenigen Sekunden. Gut. Ja, meine Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zum heutigen Webinar Energiesystem, Gebäude und Mobilität. Wir freuen uns sehr, dass dieses Thema auf so großen Anklang gestoßen ist. Wir hatten ganz viele Anmeldungen für dieses Webinar und haben dies zum Anlass genommen, auch noch das Programm ein bisschen umzustellen. Ich möchte Ihnen das kurz vorstellen. Ich bin Luc Jumper, ich arbeite bei Swiss E-Mobility und ich werde gleich mit einem ersten Input zum Thema Elektromobilität starten. Danach werde ich an meinen Kollegen Marc Batschmann übergeben, der das Thema Energiesystemgebäude aus Sicht Wärmepumpen und Solaranlagen anschauen wird. Dann ist Stefan Minder dran von Smart Grid Ready, ein Projekt, das Sie vielleicht schon kennen. Ansonsten freuen Sie sich auf diesen Vortrag, ist extrem spannend. Und auf wen wir uns besonders freuen, das ist Professor Dr. David Zog, der uns das Praxisbeispiel vom Areal Erlenmatt Ost vorstellen wird. Der hat sich ganz spontan bereitgestellt, dieses extrem spannende Projekt vorzustellen, denn die sind ein bisschen weiter in die Zukunft gegangen und haben das in der Praxis zusammengeführt, diese verschiedenen Komponenten, um die es heute geht. Bevor wir jetzt voll einsteigen, vielleicht noch kurz zum Tool. Wenn Sie mich jetzt hier hören, dann haben Sie schon mal etwas richtig gemacht und auf Play gedrückt, ein Tool. Sie sehen rechts vom Stream selber, haben Sie die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen und an Umfragen teilzunehmen. Dafür müssen Sie nur Ihren Namen eigentlich eingeben. Mehr braucht es nicht. Also Sie brauchen keine E-Mail oder so zu hinterlegen. Und dann können Sie uns Fragen und Antworten stellen. Ich habe gesehen, die erste Frage ist schon reingekommen. Und wir freuen uns auf ganz viele Fragen, die wir dann hier auch im Plenum besprechen werden. Die Kollegen, die vielleicht jetzt per Zufall per LinkedIn über diesen Stream gestolpert sind, in der Beschreibung sollte auch der Link sein, wo Sie auf unsere Streamseite können. Dann können Sie auch dort Fragen stellen und Umfragen beantworten. Unter dem Stream sehen Sie verschiedene Links und Downloads, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben, die im Zusammenhang stehen mit unseren Referaten oder auch sonst, wo wir gedacht haben, das könnte spannend für Sie sein. Denn wir haben verschiedene Referaten. Wir werden heute keinen Deep Dive machen in einzelne Themen, sondern wir werden heute einen Überblick geben. Jetzt nehme ich doch gleich Marc Batschmann dazu. Von SWR, willkommen, Marc. Du hast ja dieses ganze Ding angezettelt. Du bist vor ein paar Monaten auf uns zugekommen, hast gesagt, lass uns zusammen etwas machen. Sag doch mal, was hat dich dazu bewogen? Also herzlichen Dank, Glück. Der Auslöser ist eigentlich, oder für diese Initiative ist eigentlich die beschlossene Transformation des Gebäudeparks und natürlich die entsprechende Notwendigkeit, dass fossile Energieträger schnellstmöglich durch Strom ersetzt werden müssen. Das heißt für uns, Mobiles wie auch Immobiles wird elektrifiziert und es geschieht die Vernetzung im Gebäude mit der Wärmepumpe, mit der Photovoltaik, hydraulischen Speichern, Elektrobatterien, Ladestationen für Elektrofahrzeugen und auch mit dem Grid. Und das heißt für uns, für Planende, Installierende, das Energiesystemgebäude wird umfangreicher und komplexer. Es wird verknüpft mit der Mobilität. Und das heißt, oder wir haben daraus geschlossen, dass diese Vernetzung nicht nur technisch sein kann, sondern es braucht eine Abstimmung und Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure. Und so haben wir für die verschiedenen Branchenverbände sind wir angegangen und wir stehen jetzt da, wo wir jetzt stehen. Wunderbar. Danke, Marc. Also ich glaube, man kann ja auch sagen, dass
dass dieser ganze Gebäudebereich wird noch spannender, als er es heute schon ist. Komplexer heißt auch immer spannend. Marc, wir haben ja, bevor wir mit diesem Webinar gestartet haben, jetzt heute habt ihr auch schon eine andere gemeinsame Tätigkeit gemacht, nämlich eine Umfrage. Willst du kurz vorstellen, was das ein bisschen die wichtigsten Erkenntnisse, die dabei herausgekommen sind? Genau, als eine der ersten Aktionen dieser Initiative haben wir die Umfrage gestartet. Wir haben Mitglieder vom Verband Wärmepumpe und Branchenverband der Schweizerischen Solateure befragt. Es haben 84 Firmen teilgenommen. Es sind die meisten Firmen sind mit mehr als 20 Mitarbeitern, also eher mittlere bis größere Firmen, die teilgenommen haben. Und mehr oder weniger die gleiche Anzahl oder eine ähnliche Größenordnung aus der Solarbranche wie auch aus der Wärmepumpenbranche. Und wir haben da gesehen, dass wir sind noch auf der anderen Folie. Luc, bitte nochmals kurz zurückgehen. Wir haben da gesehen, dass grundsätzlich sehr viele Firmen oder zahlreiche Firmen haben bereits Erfahrungen mit eigenverbrauchsoptimierten Gesamtsystemen. Die größte Anzahl hat aber nur eines oder wenige umgesetzt. Also man kann nicht von einer breiten Erfahrung im Markt sprechen. Und diese Systeme wurden vorwiegend auch von der Seite aus der Solarbranche umgesetzt. Typischerweise umfassen diese eine Photovoltaikanlage verbunden mit einer Wärmepumpenanlage. Jetzt die Vertreter der Wärmepumpenbranche haben das noch mehr oder eher verknüpft mit hydraulischen Speichern. Aus Antworten aus der Solarbranche haben ergeben, dass dort noch, wenn noch was dazugekommen ist, dann ist eher noch ein Stromspeicher, der dazugekommen ist. Aber eigentlich sehr wenige vollständige Anlagen, wie wir das nachher sehen werden von David Zock. Also erste Erfahrungen, aber noch keine Standardisierung oder ein breites Know-how. Was waren denn so die wichtigsten Erkenntnisse? Die Erkenntnisse sind, das ist eigentlich sehr erfreulich und das stimmt uns positiv, dass über 90% der Unternehmen die Relevanz einer vollumfänglichen Kundenbetreuung und Projektabwicklung erkannt haben. Und es ist auch so, dass es ein großes Interesse an Weiterbildungen zu dem Thema gibt. Bei den Solarfirmen, die wollen mehr Planung im Bereich HLK anbieten können. Von der Wärmepumpenbranche sieht es gegenteilig aus. Die wollen mehr über Photovoltaikinstallationen erfahren und mehr auch dort Planung anbieten können. Spannend ist aber, dass die Bereitschaft an Zeit zu investieren für eine solche Weiterbildung die beträgt einen halben bis einen Tag. Und das hat uns zum Schluss geführt, dass man mit dieser Bereitschaft von einem Tag das System nicht in die Tiefe erklären kann, sondern der Weg wahrscheinlich mehr über Musterlösungen führt. Okay. Dass unsere Initiative auch Musterlösungen bereitstellen muss. Jetzt ist so eine Umfrage ja nie ganz repräsentativ. Darum würden wir jetzt gleich mit der ersten Frage ins Publikum starten. Und zwar, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie viel Zeit sind denn Sie bereit zu investieren in das Thema Weiterbildungen? Sie werden jetzt gleich rechts vom Stream, werden Sie das auswählen können. Wir sind gespannt auf die Antworten. Wir haben zwei Antworten erst. Gut. Sind wir gespannt. Marc, auf was hoffst du? Ja, ich hoffe natürlich darauf, dass die Bereitschaft größer ist als nur einen halben Tag. Aber ich kann auch verstehen, wenn es dann im Alltag, im Geschäftsalltag halt mit abwägen, dass man die Aufträge ausführen muss, halt nicht mehr viel mehr drin liegt. Ja, absolut. Das ist ja auch vielleicht ein bisschen unser Ziel jetzt von heute mal auch. Das haben wir auch festgestellt. Ich glaube, es ist auch noch ein bisschen Sensibilisierungsarbeit nötig, dass man auch auf die Wichtigkeit hinweist. Wir haben das so zusammengefasst in unseren Gesprächen. Gebäude werden wir in den nächsten 20 Jahren sicher nicht so planen wie in den letzten. Gut, aber Marc, ich sehe, wir haben Glück. Ganz viele oder deine,
doch auch eine Mehrheit kann sich auch vorstellen, da ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Und das werden wir, das motiviert uns natürlich auch, da in Zukunft mehr Zeit zu investieren. Jetzt gehe ich auf die nächste Frage, weil du hattest ja noch Musterlösungen erwähnt. Jetzt würde mich Wunder nehmen vom Publikum, wie sehen Sie das? Mit der, können Sie so Musterlösungen unterstützen oder ist das eine gut, ja. Oder ist das etwas, was Sie brauchen könnten? Sieht gut aus, also Marc, Nathalie, wir haben was zu tun. Sehr gut. Noch niemand dagegen. Niemand dagegen, genau. Wunderbar, dann war noch eine letzte Erkenntnis vielleicht, Marc. Genau, die letzte Erkenntnis, die wesentlich ist, ist auch, dass die Branche, die installierende und planende Branche, die fordert von den Herstellern, von der Industrie flexible Ansteuerungsmöglichkeiten der Teilkomponenten. Ganz klar, standardisierte Schnittstellen und Kommunikationsprotokolle sind gefordert. Und das ist eben auch spannend, dass ein Fakt, der ist schon länger bekannt und das hat ja Marguerite Reddy mit ihrer Initiative aufgenommen. Und die sind dran, um hier eine über die ganzen Branchen übergreifende Standardisierung dieser Schnittstellen uns zur Verfügung zu stellen. Gut, vielen Dank, Marc, schon mal für diese ersten Insights. Wir hatten schon eine kleine Frage aus dem Publikum. ZEV, das sind, Marc, was ist eine ZEV? Das könnte ein Zero Emission Vehicle sein, ist es aber in diesem Zusammenhang nicht. Genau, das kommt nicht aus der Elektromobilität, sondern das ist ein Zusammenschluss zum Eigenverbrauch. Vielen Dank. Gut, lieber Marc, bis gleich nochmal. Ich darf mir selber das Wort übergeben, was mich natürlich sehr freut. Herzlich willkommen auch im Namen von unserem Verband Swiss E-Mobility. Ich möchte Ihnen heute ein bisschen so aufzeigen, was bei der Elektromobilität auf uns alle zukommen wird. Aktuell, und ich weiß nicht, ob das allen bewusst ist, wird bereits jedes fünfte Fahrzeug, das verkauft wird, hat einen Stecker dran. Sie sehen, dass da in den letzten Jahren ein ziemliches Wachstum stattgefunden hat, vor allem in den letzten zwei Jahren. Und jetzt möchte ich als nächstes kurz ein bisschen darauf eingehen, warum wir glauben, dass dieses Wachstum weitergehen wird. Ein paar der Informationen, die ich Ihnen gleich gebe, die können Sie auch noch etwas ausführlicher dann unten im Link im Szenario Elektroauto 2035 nachlegen. Das ist jetzt einer dieser Links, den wir bereitgestellt haben. Was wird das Wachstum treiben? Nun, die Kosten gehen runter, das Angebot geht rauf, die Kundenakzeptanz steigt und auch die Regulation drückt in Richtung Elektromobilität. Gerade bei den Kosten hatten wir eine extrem steile Kurve nach unten, denn die Batteriepreise sind um fast 90% gesunken in den letzten 10 Jahren. Wenn man so, und die werden weiter sinken, nicht ganz in diesem Tempo, aber die werden sich ungefähr dritteln. Wenn man jetzt das über Produktion, also über Fahrzeugsproduktionskosten legt, diese Kurve, dann sieht man, dass noch vor 5 Jahren man ungefähr die Hälfte des Betrages, den man für ein Auto bezahlt hat, an die Batterie ging. Mittlerweile sind wir ungefähr bei 30% und was Sie hier auch sehr gut sehen, wir werden Mitte dieses Jahrzehnts so ein bisschen einen kritischen Punkt erreichen, wo Elektroautos plötzlich in der Anschaffung günstiger sind. In den Gesamtkosten, und das weiß vielleicht der eine oder andere oder die eine oder andere, die hier im Publikum sitzt, sind Elektroautos heute oft schon günstiger. Gerade wenn man ein bisschen Kilometer fährt, dann profitiert man halt von den geringen Treibstoff- und Wartungskosten. Aber das wird weitergehen und Mitte des Jahrzehnts wird das Elektroauto günstiger sein. Das hilft einem auch so ein bisschen zu verstehen, warum jetzt alle Hersteller umschwenken, denn der 2030 noch Verbrennerfahrzeuge produziert, hauptsächlich der wird Schwierigkeiten haben. Diese Fahrzeuge, die werden nicht nur günstiger, davon wird es auch immer mehr geben. Die Modellvielfalt ist extrem gewachsen in den letzten Jahren. Es war ein großer Wachstumstreiber auch in der Schweiz. Immer wenn ein cooles neues Modell rauskommt, dann kaufen die Leute viele davon und die Zahlen steigen. Es ist aber nicht nur die Modelle, die dazukommen werden. Die werden auch mehr Reichweite haben, die werden höhere Ladegeschwindigkeiten haben. Also sprich, die werden alltagstauglicher sein, eben zu günstigeren Preisen. Und ein Effekt, den man sicher auch nicht unterschätzen darf, die
Autohersteller, die setzen jetzt auf Elektromobilität, die werden vor allem in diesem Bereich ihre Innovationen bringen und die Marketingausgaben dort tätigen. Ganz wichtig ist auch die Akzeptanz, und gerade in der Schweiz sehen wir da, dass der TCS macht jedes Jahr seine Umfrage, dass diese Akzeptanz jedes Jahr eigentlich zunimmt. Im Moment können sich schon, also letztes Jahr war es eine knappe Mehrheit, dieses Jahr ist schon eine klare Mehrheit, die sich vorstellen kann, so ein Elektroauto zu kaufen. Und irgendwann tritt dann dieser NABO-Effekt ein, den wir von unseren Kollegen aus Norwegen kennen, die den schon etwas früher hatten, nämlich dass Leute, die dann irgendwann je mehr Leute kennen, die ein Elektroauto haben und damit zufrieden sind, dass das die Akzeptanz auch nochmal stark hochtreibt und damit die Verkaufszahlen. Ein letzter Punkt, auf den wir jetzt nicht im Detail eingehen, natürlich hilft auch Regulation. Es gibt Regulation auch in der Schweiz. Wir haben zwar keine Förderprogramme wie jetzt in Deutschland beispielsweise, aber auch bei uns gibt es verschiedene Fördermaßnahmen in den Kantonen. Wir haben auch keine Autoimportsteuer. Der Strom ist im Gegensatz zum Treibstoff nicht besteuert und so weiter und so fort. Und dass Regulation etwas bringt, das ist auch klar, das sieht man an den nordischen Ländern. Und es wird es ist davon auszugehen, dass vermehrt, ob jetzt in der Schweiz oder im Rest der Welt, Regulation kommen wird zugunsten des Elektroautos oder gegen das Verbrennerfahrzeug, denn auch da, die werden vermehrt eingeschränkt. Was bekommt man, wenn man diese Wachstumstreiber addiert? Nun, es gibt mittlerweile verschiedene Organisationen, die den Blick in die Glaskugel gewagt haben. Eine, die Ihnen sicher bekannt ist, ist die ESIA. In ihrem Merkblatt 2060 hat sich die vor einigen Jahren überlegt, ja, mit wie viel Wachstum müssen wir da rechnen, denn die Gebäude, die baut man ja auf mehrere Jahrzehnte hin. Und die ESIA hat da ungefähr mit einem Viertel Fahrzeuge bis 2025 und 50% bis 2030 gerechnet in den Neuverkäufen. Also sprich dort, wo wir heute eben bereits bei 20% fast sind. Also wir hatten letztes Jahr 14,7, dieses Jahr werden es um die 20% sein, also diese Kurve ist ein bisschen überholt. Wir haben das zum Anlass genommen, auch selber ein Szenario zu publizieren. Unseres sieht so aus. Wir rechnen wirklich damit, dass Mitte des Jahrzehnts bereits 40-60%, also ungefähr jedes zweite Auto einen Stecker hat. Gegen Ende Jahrzehnt wird es die größte Mehrheit sein, also sprich irgendwo im pessimistischen Szenario bei 70% bis 90%. Das sind natürlich immer Neuverkäufe. Das dauert immer ein bisschen, bis diese Autos dann auf den Straßen ankommen. Nichtsdestotrotz, wenn unser optimistisches Szenario eintritt, was wir im Moment relativ zuversichtlich sind, weil denken Sie daran, 2030 wird ein Auto wohl deutlich mehr Reichweite haben zu einem günstigeren Preis und es wird nochmal attraktiver sein. Wenn das eintritt, dann haben wir doch ungefähr 40% der Flotte bereits, die dann elektrisch unterwegs sein werden, sei es als reines batterieelektrisches Fahrzeug oder als Plug-in-Hybrid. Und das nur so umgerechnet, das sind ungefähr 1,8 Millionen Fahrzeuge, die wir in den nächsten 10 Jahren auf die Straßen kriegen. Also einiges. Und das wird auch die Gebäude betreffen. Und was bedeutet das für den Gebäudebereich? Nun, zum einen bedeutet es, wir kriegen einen steuerbaren Großverbraucher. Denn so ein Elektroauto, denn ein Auto fährt in der Schweiz im Schnitt ungefähr 40 Kilometer, das sind irgendwo zwischen 5 und 10 Kilowattstunden, die man aber nicht sofort und schnell nachladen muss, sondern die man dann nachladen kann, wenn das Auto am Parkplatz steht. Denn laden ist nicht gleich tanken, geladen wird einfach dann, wenn man das Auto abstellt, dann steckt man es ein und wenn man losfährt, ist es wieder voll. Also das ist sicher ein ganz wichtiger Teil. Wir werden einen neuen steuerbaren Großverbraucher in die Gebäude reinkriegen, auf die Parkplätze. Und der andere Faktor, ich denke auch nicht zu unterschätzen, es wird in den nächsten 10 Jahren, werden ganz viele Schweizerinnen und Schweizer sich mit dem Thema Elektroautokauf auseinandersetzen und das wird dann sicher auch ein Multiplikator sein für weitere Technologien wie eben Solarwärmepumpen, stationäre Speicher, einfach weil plötzlich das Auto eben auch mit Strom fährt und man dann dem Thema Strom wieder vielleicht nochmal ein bisschen mehr Wichtigkeit gibt. Also das Thema wird kommen. Unsere Autos werden im nächsten Jahrzehnt vermehrt elektrisch fahren und in Zukunft werden sie praktisch ausschließlich elektrisch unterwegs sein. Was
Das bedeutet, da brauchen wir ganz viel Ladeinfrastruktur. Und was muss so eine Ladeinfrastruktur können, damit sie zukunftssicher ist? Denn das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn man heute etwas baut, muss man wissen, die Standards sind gesetzt. Wenn man kann das bauen, man weiß heute, wie eine zukunftssichere Ladeinfrastruktur aussieht. Die muss zum einen steuerbar sein, sprich ein Lastmanagement, dass man zum einen Leistungen verteilen kann, priorisieren kann, Fahrzeuge nacheinander wieder aufladen kann. Sie muss, und das ist sicher auch ein wichtiges Thema, auch verrechenbar sein. Das sind wieder große Strommengen, die da fließen, die kosten was, die muss man sauber zuordnen können. Und das ist, glaube ich, ein ganz extrem wichtiger Punkt. Sie müssen skalierbar sein. Also wenn wir bauen eben nicht nur eine Steckdose, sondern wir bauen eine Ladeinfrastruktur. Und was wir heute bauen, werden wir morgen ausbauen, einfach weil das Wachstum an der Elektromobilität vorwärts gehen wird. Wie sieht so eine zukunftssichere Ladeinfrastruktur aus? Die sieht folgendermaßen aus, dass wir sprechen nicht von einzelnen Ladestationen, sondern wir sprechen von einer Grundinstallation und von den einzelnen Ladeinfrastrukturen. Und eine Grundinstallation, wir haben das jetzt hier schematisch dargestellt, die geht vom Hausanschluss weg. Man zieht die typischerweise, also wenn Sie jetzt in einem Mehrparteiengebäude so eine Ladestation installieren Sie nicht nur die Ladeinfrastrukturen, die direkt gebraucht werden, also die zwei, die Sie jetzt hier auf dem Bild sehen, sondern Sie legen bereits den Grundstein für weitere Ladestationen, denn die werden kommen. Dann den weiteren wichtigen Punkt, den Sie hier sehen, irgendwo braucht es ein Management-System, das nämlich das Lastmanagement macht, das den Zugang und die Verrechnung steuern kann. Also Ladestationen, die zukunftssicher sind, vor allem im Mehrparteiengebäude, die sind intelligent, die kann man über ein Backend anschließen. Vielleicht noch so als Information zur Dimensionierung, das Merkblatt SIA 2060 gibt Ihnen da eigentlich alle Grundlagen, die Sie zur Planung benötigen. Wenn Sie jetzt einen Neubau machen oder eine umfassende Renovation, dann gibt es verschiedene Ausbaustufen, die Sie da berücksichtigen. Die erste ist die A, das sind eigentlich die Leerrohre. Und da bereitet man 100% der Parkplätze vor. Das nächste kommt der Hausanschlusskasten, der sollte Kapazität für 60-80% der Parkplätze haben. Natürlich unter Berücksichtigung eines Lademanagements, also nicht alle Autos müssen mit voller Geschwindigkeit laden können. C, das ist die Ausbaustufe Kabel bis zu den Parkplätzen, also sprich zum einen Strom, zum anderen Kommunikation, wenn Sie das mit Kabel lösen. Da empfiehlt die SIA 60-100% und bei den Ladestationen 20% oder mindestens 2. Das SIA-Merkblatt, das empfehle ich Ihnen, falls Sie noch nicht damit gearbeitet haben, sich das zu beziehen. Und da sehen Sie dann auch, wie viel Energie, das Sie pro Fahrzeugform sehen müssen, etc. Da wir heute sehr oberflächlich bleiben, war es das bereits von meiner Seite. Wir werden das Thema sicher vertiefen in weiteren Webinaren. Bevor ich jetzt weitergebe, möchte ich Sie noch mit einem Zitat von Bill Gates entlassen, nämlich Leute unterschätzen immer wieder, was in einem Jahr möglich ist und überschätzen, was in 10 Jahren erreicht werden kann. Damit wäre ich am Ende. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt habe ich als erstes gleich eine Frage ans Publikum. Und zwar, nimmt es mich munter, haben Sie bereits Ladeinfrastrukturen nach diesem SIA-Merkblatt 2060 umgesetzt? Oder sind die vielleicht auch aktuell in Umsetzung? Gut, die Resultate kommen rein. Spannend. So, also, das ist sehr spannend für mich. Im Moment haben ungefähr die Hälfte der Teilnehmerinnen haben teilgenommen und doch ein großer Teil hat das noch nicht gemacht. Ich hoffe natürlich, dass Ihnen das Merkblatt bekannt ist. Sie finden unten in den Links unter Swiss E-Mobility finden Sie Merkblätter und da haben Sie dann auch direkt den Link zu diesem SIA-Merkblatt. Also nutzen Sie das. Jetzt haben wir noch einige Fragen aus dem Publikum. Zum einen die Frage, kann mein lokales EW mir die Ladestation vorschreiben oder das Fabrikat der Ladestation vorschreiben?
Nein, das Fabrikat, also grundsätzlich ist das in den Werkvorschriften geregelt. Was typischerweise heute in Werkvorschriften steht, ist, dass ein Lastmanagement vorgeschrieben ist ab einer bestimmten Anzahl Ladestationen. Das ist wirklich das, was aber wir auch empfehlen. Aber das einzelne Fabrikat, das sollte doch in der Regel dem Eigentümer überlassen werden. Wie viele Ladestationen kann ich in einem Mehrfamilienhaus anschließen? Eine weitere Frage. Nun, das hängt natürlich davon ab, erstens, wie viele Parkplätze das Sie haben und wie groß Ihr Hausanschluss ist. Aber da bekommen Sie auch im SIA-Werkblatt wieder gute Hinweise. Also ich sage, es gibt auch so Erfahrungswerte, das können Sie mal so ein bisschen umrechnen. Ein typisches Auto lädt eben zwischen 5 und 10 Kilowattstunden Strom über die Nacht oder durch den Tag, einfach so, oder pro Tag, pro 24 Stunden kann man das ungefähr rechnen. Und das heißt, wenn Sie jetzt beispielsweise mit einer normalen 11 Kilowatt Ladestation kommen, dann hätten Sie das in einer Stunde bereits aufgeladen. Also mit so einem Lastmanagement können Sie ziemlich stark runterregeln und dann kann man so mit einem 63 Ampere Anschluss auch mal 10 oder 20 Fahrzeuge laden. Immer abhängig auch ein bisschen vom Use Case. Gut, wir werden auch nachher noch Fragen beantworten, weil wir haben ja Professor Zock dann noch dabei, der auch ganz, ganz viel Know-how hat in diesem Bereich. Von dem her, wenn Sie weitere Fragen haben, stellen Sie uns diese und wir werden die dann später beantworten. Für den Moment übergebe ich sehr gerne an Marc. Lieber Marc, ich freue mich auf deinen Input zu Solar- und Wärmepumpe. Vielen Dank. Genau, besten Dank, Glück. Und die Photovoltaik wie auch die Wärmepumpe, das sind ja keine neuen Technologien mehr. Und da lohnt sich mal ein Blick zurück auf die Marktzahlen. Wenn wir die Verkaufszahlen seit den 90er Jahren von Wärmepumpen anschauen, dann sehen wir hier ein kontinuierliches Wachstum. Auch wenn wir die Zahlen anschauen aus dem Photovoltaikmarkt, dann machen wir auch hier ein sehr starkes Wachstum in den letzten Jahren aus. Es gab da um 2018 einen kleinen Knick, der ist zurückzuführen auf die veränderten Förderbestimmungen, respektive, dass es dort sehr lange Wartelisten gab und die mit der Einmalvergütung dann behoben werden konnten. Und so sind jetzt auch in den letzten 3-4 Jahren in beiden Branchen die Verkaufszahlen extrem stark gestiegen. Und wenn wir jetzt das immense Marktwachstum aus der Vergangenheit noch kombinieren und einen Ausblick wagen, dann schauen wir mal an, was uns die Zukunft erwarten wird. Die Wärmepumpenbranche, die verkauft aktuell, oder letztes Jahr waren die Verkaufszahlen auf rund 28.000 Stück gezählt. Man erwartet dieses Jahr rund 32.000 verkaufte Wärmepumpen, das heißt ein jährlicher zusätzliches Wachstum von rund 15%. Und mit dem prognostizierten Ausbau von Wärmepumpen und verkauften Wärmepumpen jährlich auf 40.000 Einheiten, da geht die Fachvereinigung der Wärmepumpen Schweiz davon aus, dass man das 2030 erreicht. Wenn das so weitergeht, dann wird man das schon früher erreichen. Auch die Prognosen vom Verband der Solarbranche, die haben auch ein Szenario, wie das weiter aussehen wird. Und auch hier wird es steil nach oben gehen. Und man sieht aber deutlich, dass das Potenzial von Einfamilienhäusern schon relativ bald erschöpft ist. Die Mehrfamilienhäuser werden zusätzlich aufholen. Und dann spannend dazu, was heute noch sehr wenig genutzt wird oder sind die Freiflächen und das wird in Zukunft nochmals deutlich stärker zulegen. Und so starten wir in die Zukunft auch nicht nur mit den Einzelsegmenten, sondern wir gehen stark davon aus, dass auch die vernetzten Systeme deutlich zulegen werden in nächster Zukunft. Wenn wir jetzt die beiden Technologien zusammenbringen, wir haben das jetzt einerseits vom Markt gesehen, aber ich denke, wichtig ist, dass wir das Bedürfnis des Nutzers, des Eigentümers anschauen, darüber diskutieren. Und da stellen wir auch drei sehr starke Trends fest, die in die Verknüpfung reinspielen. Zum einen ist das sicher der
der Trieb, die Idee einer Autarkie oder möglicherweise eine Teilautarkie und einfach, dass ich in meinem Gebäude, ob ich das selber nutze oder ob ich das komplett vermiete, dass ich dort möglichst viel selber produziere und dann auch dort vor Ort verbrauche. Das ist natürlich ein sehr starker Treiber für die Vernetzung der verschiedenen Komponenten im Gebäude und auch mit der Mobilität. Ein anderes Thema ist natürlich der Komfortbedarf. In der Gebäudebranche geht man davon aus, dass die Anforderung nach der Raumkühlung im Sommer deutlich zunehmen wird. Und auch hier, dass das ein deutlicher Vorteil ist mit Wärmepumpen, da ich mit einer Wärmepumpe relativ einfach oder mit wenigen zusätzlichen Investitionen nicht nur das Gebäude beheizen, sondern im Sommer auch entwärmen kann. Im Gegensatz zu fossilen Energieträgern ist das ein deutlicher Vorteil und auch das ist ein Bedürfnis, das diesen Trend der Vernetzung der Gebäude deutlich unterstützen wird. Des Weiteren aber auch das zunehmende Bedürfnis nach Fernsteuerung. Ich unterscheide hier vom kleinen Bereich eher Einfamilienhausbereich, wo das Bedürfnis besteht, dass ich einfach meine Heizung aus der Ferne mal ein- und ausschalten kann. Möglicherweise auch hier die Verbraucher überprüfen kann, wie viel liefert meine Solaranlage über einen Wechselrichter, wie viel verbraucht direkt meine Wärmepumpe für das Brauchwarmwasser. Und dann im Gegensatz dazu bei größeren Objekten, wo die Fernüberwachung und auch der Fernzugriff dominant ist, um auch mit wenig Aufwand kleine Justierungen oder Betriebsoptimierungen vornehmen zu können. Natürlich hat die Verknüpfung von all diesen Themen noch ein viel größeres Feld. Es ist auch wichtig, dass in Zukunft die Gebäude auch mit saisonalen thermischen Speichern bestückt werden oder in diese Richtung gedacht wird. Dabei spielt natürlich auch die Solarthermie eine sehr entscheidende Rolle, die auch zukünftig eine Berechtigung hat in der Direktnutzung über die Wärmepumpe oder direkte Brauchwarmwasserproduktion oder eben auch für die Regeneration von saisonalen Speichern wie Erdspeichern, Eisspeichern und so weiter. Das sind aber Themen, die wir aktuell in dieser Initiative oder vor allem auch jetzt in diesem Webinar mal ausklammern. Wir kümmern uns vor allem um das Thema Strom. Und es ist aber auch klar, dass das Gebäude selber auch als Energiespeicher eingesetzt werden kann. Wenn die Gebäudemasse aktiviert wird, dann ist das Potenzial der Gebäudemasse 4- bis 6-fach die Speicherkapazität eines Warmwasserspeichers und etwa auch mit rund 60, 70 Kilowattstunden dieselbe Speicherkapazität wie zum Beispiel ein Speicher eines Elektromobils. Und jetzt, wenn wir das genauer anschauen, wie die Verknüpfung aussieht, dann denken wir, müssen wir auf jeden Fall über die Eigenverbrauchsoptimierung sprechen. Und der Grund dafür ist die Wirtschaftlichkeit. Der Eigenverbrauch, der bringt eine entscheidende Wirtschaftlichkeit in solche Systeme. Und Eigenverbrauch heißt, dass Sie auf Ihrem Dach oder an Ihrer Fassade Solarstrom erzeugen und diesen ohne Umweg über das Stromnetz selbst verbrauchen. Der Eigenverbrauch, der lohnt sich, weil der eigenproduzierte Strom für Haushalte deutlich günstiger ist als der Strom aus dem Netz, weil die Netznutzungskosten wegfallen. Somit sparen Sie Geld, je besser oder je mehr Strom Sie selber nutzen. Wichtig in dieser Diskussion sind die Kennzahlen und die habe ich hier aufgelistet. Es geht um die Eigenverbrauchsquote, welche das Verhältnis von direkt selbstverbrauchtem Photovoltaikstrom zur gesamten Photovoltaikproduktion ist. Und in der Steigerung des Eigenverbrauchsgrads liegt der Hauptfokus der Photovoltaikoptimierung. Dann haben wir als weitere Kennzahl den Autarkiegrad. Und der Autarkiegrad, der setzt den selbstverbrauchten Photovoltaikstrom ins Verhältnis zum gesamten Strombedarf des Gebäudes. Und der Autarkiegrad ist somit ein Maß für die Unabhängigkeit des Gebäudes vom öffentlichen Stromnetz. Und dann geht es natürlich auch noch um die Effizienz. Die wird ausgedrückt in der Jahresarbeitszahl.
Das kann Jahresarbeitszahl über die Wärmepumpe sein, aber eben auch Jahresarbeitszahl über das ganze System. Und wichtig ist hierbei, dass man in der die Optimierung des gesamten Systems darf niemals auf nur eine dieser Kennzahlen fokussieren. Es ist sehr wichtig, dass bei der Optimierung alle Kennzahlen berücksichtigt werden. Sonst, wenn man nur auf eine Kennzahl fokussiert, dann resultieren ineffiziente Systeme. Und da habe ich auf der rechten Seite unten noch Beispiele. Im Sommerfall muss das primäre Ziel einen hohen Autarkiegrad sein. Und da spielt es eben, ist sehr wichtig, dass wir auch nicht nur auf den Eigenverbrauch optimieren, weil wenn ich zum Beispiel möglichst viel Strom verbrauche, wie mit Direktstrom oder erzeugtem Brauchwarmwasser durch Strom, dann steigt der Eigenverbrauchsanteil, welcher dann ein doch ineffizienteres System ist und gerade im Winter wieder kritisch ist, weil ich dort weniger Strom durch die Photovoltaikanlage produziere und wir dort ein Problem mit dem Winterstrom kriegen. Das heißt, grundsätzlich das Optimierungsziel über das ganze System ist ein möglichst tiefer Netzbezug des Gebäudes und der Mobilität während der kältesten Zeit im Winter, zu Zeiten, wenn auch die Sonne nicht scheint. Und darum empfehlen wir auch sehr stark, dass man, um im Winter keine Elektroheizstäbe einzusetzen, dass man diese auch im Sommer nicht benutzt und das Warmwasser auch im Sommer direkt über die Wärmepumpe produziert. Jetzt geht es noch konkret um die Steuerung und die Einbindung der Wärmepumpe mit der Photovoltaik. Und da zähle ich jetzt zwei Beispiele über den Stand heute, wie der ist, wie das in Zukunft aussieht oder den Ausblick, das übernimmt dann später Stefan Minder im folgenden Referat. Und etwas, was man kennt, ist die Steuerung über die EVU-Sperre. Die ist bei jeder Wärmepumpe vorhanden. Und da geht es darum, dass die Wärmepumpe bei Sonnenschein und bei tiefen Tarifen freigegeben wird, sonst wird sie gesperrt. Dann haben wir als weiteres, was heute die weit verbreitetste Möglichkeit oder Lösung ist am Markt, wie heute die Systeme gekoppelt sind, ist über den SG-Ready-Schnittstelle. Da wird ein bisschen mehr optimiert, wenn ich die Wärmepumpe bei Sonnenschein noch mehr produzieren lasse und die Speicher überhöhe. Es gibt dann noch weitere Möglichkeiten, weitere Lösungen wie herstellerspezifische Lösungen über Modbus. Dort ist auch sehr vieles möglich, aber das sind alles proprietäre Systeme und wir arbeiten hier in dieser Initiative mit Standardschnittstellen und offenen Protokollen. Interessant wird es natürlich auch, wenn ich leistungsvariable Systeme oder Wärmepumpen ins System einbinde, dann kann ich noch viel schöner die Produktionskurve der Photovoltaik abfahren. Und ich denke, eben wie gesagt, es ist keine abschließende Liste, aber was mir noch wichtig ist, Ihnen mit auf den Weg zu geben, ist, dass wir bei diesen vernetzteren Systemen, dass die Einregulierungsphase über die Betriebssicherheit und die Effizienz entscheidet und dass die Einregulierungsphase auch deutlich länger dauert, als wir das vielleicht von Einzelsystemen gewohnt sind aus der Vergangenheit. Und eben wichtige Basis für optimale Systeme ist ein Monitoring zur Betriebsüberwachung. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und zum Schluss möchte ich Ihnen noch folgende Planungshinweise und Empfehlungen mit auf den Weg geben. Und vom Grundsatz her, wenn Sie Systeme planen, ist es absolut wichtig, empfehlenswert, um spätere Fehler in der Planung, Installation, auch im Betrieb, in der Regelung zu vermeiden. Planen Sie einfache Systeme, planen Sie einfache Hydraulik und eine einfache Systemeinbindung. Dann brauchen wir auch, speziell wenn wir den Zusammenschluss für den Eigenverbrauch organisieren wollen, dann braucht das einen längeren Vorlauf. Diese Zeit, die müssen wir einberechnen. Und nicht nur davor, auch die Einregelungsphase, das habe ich schon erwähnt. Und dann zum Schluss
lohnt es sich auch, Webseiten wie zum Beispiel energiefranken.ch zu konsultieren, weil es bei allen Systemen, Solar wie auch Wärmepumpen, sehr viele Fördermöglichkeiten auf nationaler, kantonaler, aber auch kommunaler Ebene gibt. Gut, herzlichen Dank, Marc. Angesichts der Zeit würde ich vorschlagen, wir beantworten dann vielleicht, Nathalie Spieler von Swiss Solar ist auch dabei, wir beantworten Fragen dann nach dem Referat von Herrn Zock. Jetzt würde es uns Wunder nehmen, jetzt haben Sie schon so ein bisschen einen ersten Einblick erhalten. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Integration der Energiesysteme? Marc, was glaubst du? Was wäre so ein bisschen deine Antwort? Ich empfehle eine saubere Planung, eine saubere Installation und dann natürlich ausreichend Zeit während der Inbetriebssetzung und eben auch, dass mit der Übergabe nicht das Projekt abgeschlossen ist und alle davonrennen, sondern auch, dass man die Anlage noch während den ersten Betriebszeiten begleiten. Gut, wir sehen hier, okay, ganzheitliche Beratung der Bauherren hat im Moment eine gute Mehrheit. Das geht so ein bisschen, also das heißt ja auch eigentlich, dass man frühzeitig diese verschiedenen Systeme bereits diese Überlegungen sich machen kann, ist das oder machen sollte. Siehst du das auch so? Absolut, absolut, das ist absolut wichtig. Möglichst früh starten, ein gesamtheitliches Konzept denken, auch wenn die Realisierung dann etabliert ist. Gut, ich stoppe hier die Umfrage. Vielen Dank. Marc, ich danke dir für dein Referat. Eben, du wirst gerne nachher zusammen mit Nathalie noch zur Verfügung stellen. Für den Moment werfe ich dich raus und nehme dafür den Stefan rein. Willkommen, Stefan. Wir freuen uns. Ich denke, wahrscheinlich sind die Hälfte der Teilnehmenden, die wir haben, nur wegen euch mit reingekommen. Das glaube ich nicht. Ich bin gespannt auf Smart Grid Ready. Vielen Dank. Ja, danke. Dann könntest du meine erste Slide einblenden? Danke. Ich würde gerne zuerst einen Blick zurück machen. Wir haben jetzt gehört, dass wir wirklich in einer Transformation stecken. Also meine PV ist nichts Neues, also Photovoltaik, Wärmepumpe auch nicht. Elektromobilität spricht man schon lange davon, aber man sieht von diesen Beiträgen, da geht überall nochmal richtig die Post ab. Das sieht alles wirklich ganz anders aus in 10 oder 20 Jahren. Und wenn man nur 10 Jahre zurückgeht, hatten wir so ungefähr das Bild. Und das ist ein fortschrittlicher Haushalt mit dem Benziner oder Diesel in der Garage, mit wenig Verbrauch, mit einer Wärmepumpe, mit einer Photovoltaikanlage. Und die Produktion wurde zu 100% ins Netz zurückgespiesen. Es gab keine Intelligenz, keinen Eigenverbrauch. Voilà. Und das ist ein fortschrittlicher Haushalt oder Gebäude vor 7 Jahren, als dann dieser Eigenverbrauch eingeführt wurde. Dann sah das so aus. Da ist jetzt bei sehr fortschrittlichen oder bei ein paar wenigen ist ein Elektroauto in der Garage. Trotz den hohen Verkäufen ist es noch nicht an vielen Orten so heute. Da gibt es ein Lademanagement. Wir haben die Wärmepumpe, die ist irgendwie gesteuert. Wir haben den Wechselrichter, der bietet wahrscheinlich eine Eigenverbrauchsoptimierung an. Und wir können jetzt selber verbrauchen, unsere PV-Produktion. Wir haben aber eine große Herausforderung und ich habe es am eigenen Leib erlebt und wahrscheinlich fast alle bisher. Diese Geräte, diese Systeme, die sprechen nur per Zufall miteinander. Nicht jeder Wechselrichter kann mit jedem Lademanagement und mit der Wärmepumpe sprechen, außer über sehr, sehr einfache Schnittstellen. Also an, aus, ein, aus geht meistens, aber viel mehr nicht, wie wir das auch schon gehört haben vorher. Zweiter Punkt, das Grid oder das Netz spricht nicht mit den Gebäuden.
Zwar werden jetzt überall Smart Meter eingebaut, das heißt, die Sicht auf den Verbrauch ist im 15-Minuten-Takt bekannt, aber das ist dann auch fast alles. Dann kommen jetzt ganz viele Energiemanager auf den Markt. Das ist ein Bedarf, eben genau diese Schnittstelle zu machen, Intelligenz ins Haus zu bringen, ins Gebäude. Aber das Schnittstellenproblem bleibt. Ein Solarmanager zum Beispiel, ein fortschrittliches Produkt, die haben eine Liste mit 100 Geräten, die sie unterstützen, und alle, die nicht auf dieser Liste sind, die werden schnellstmöglich unterstützt, ist aber sehr aufwendig. Jetzt haben wir die Situation, dass ein Bedarf nach dieser Intelligenz ist und die Schnittstellen nicht standardisiert sind und die Netzbetreiber wissen, dass etwas auf sie zukommt, nämlich gerade in Ballungsräumen Zehntausende, Hunderttausende von Elektroautos, die geladen werden, die nicht angesteuert werden können heute vom Netzbetreiber. Das bedeutet viel höhere Kapazitäten, zum Teil vielleicht auch Ausbau des Hausanschlusses, der Netzkapazität, und darum der Bedarf auch dort, eine Schnittstelle herzustellen. Und da wartet man schon lange drauf. Und da ist auch wieder dieser Spruch, man erwartet immer, dass es jetzt doch gehen sollte. Aber vor allem, wenn man das Thema nicht so im Detail kennt. Man spricht immer schon von Smart und von Grid und von Ready. Und das Problem aus unserer Sicht, wo wir dran gehen, ist die Standardisierung dieser Schnittstellen. Und wir denken, es muss in Zukunft so aussehen, dass nämlich ein einfacher Standard besteht, der vor allem diesen Aspekt der Energie, das Energiemanagement im Gebäude, aber auch den Link zum Netzbetreiber sicherstellt. Das ist unser Anspruch von Smart Grid Ready. Und eben, es ist angesprochen, das sind eben zwei Themen. Es ist nicht nur das Gebäude, sondern es ist auch die Netzdienlichkeit. Und die Optimierung des Eigenverbrauchs ist nicht immer das Gleiche wie die Optimierung für das Netz. Also da braucht es auch eine Brücke sozusagen. Auch da ist ein Bedarf und ein Markt für Intelligenz in Zukunft. Aus diesem Grund wurde diese Initiative gestartet. Die ist neu, die ist wirklich neu. Ich sage dann am Schluss noch, wo wir ungefähr stehen. Es gibt inzwischen über 40 Mitglieder, von kleinen Startups bis zu größeren wie Energietun, CKW und so weiter. Auch Wago zum Beispiel. Das ist von Netzbetreibern über Produktherstellern bis zu Integratoren sind da in diesem Verein, in dieser Initiative zusammen. Und wir wollen Brücken schlagen. Ich gehe da nicht auf dieses Bild ein. Es gibt ein Video dazu, ein kleines. Ihr habt auch den Link unten im Kanal zu diesem Einführungsvideo. Unser Anspruch ist die zusammengefasst. Also oben links, dieses Kompatibel ist sicher das Wichtigste. Also Smart Grid Komponenten können miteinander sprechen. Die können auch ausgetauscht werden. Also die Kompatibilität ist ja das Ziel des Ganzen. Unten links mit nachhaltig ist gemeint, es muss rückwärtskompatibel sein. Es muss möglich sein, bestehende Geräte Smart Grid Ready zu machen, sonst geht das einfach zu lange. Alte Geräte bereits eingebaut, die müssen auf einfache Art irgendwie in dieses System eingebunden werden können. Oben rechts der Anspruch einfach. Es darf keine Anpassungen an der Gerätesoftware, also in der Wärmepumpe, Lademanagement brauchen, sondern wir arbeiten da mit einem Beschrieb der Schnittstelle. Wenn man die alle nachrüsten muss, ist das zu aufwendig, das Volumen schnell zu groß. Und auch auf der Steuerungsseite muss der Aufwand gering sein. Also lieber einfach, wenig Aufwand und dafür eine sehr große Reichweite und ein Beschränken auf diese Energieoptimierungsaspekte. Trotz dieser Einfachheit muss es zukunftsfähig sein. Es muss möglich sein, damit auch intelligente Systeme aufzubauen. Das ist ein Spagat und ein hoher Anspruch. Wie wollen wir das erreichen?
ich gehe da nicht ins Detail. Man sieht da ganz unten rechts in der Grafik die Wärmepumpe, der Wechselrichter, die Ladestation. An diese Schnittstellen, die nennen wir, diese Seite der Schnittstelle nennen wir Product-Schnittstelle und es gibt ein Product-Label dafür. Das ist die Seite, die Eigenschaften oder Ansteuerungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt. Dann oben ist zum Beispiel jetzt hier ein Solarmanager, der hat eine Communicator-Schnittstelle und kann über diese Standardschnittstelle diese Geräte ansteuern. Der kann aber selber gegen oben auch wieder als Produkt auftreten und zum Beispiel mit einer Optimatik-Flexibilitätsmanagement-Software eines Netzbetreibers angesprochen werden. Und so kann man ganze Systeme aufbauen mit jeweils immer zwei Seiten einer Kommunikation. Das ist ganz, ganz einfach und schnell gesagt. Wie wollen wir diesen Anspruch abfangen, dass es einfach und auch intelligent sein muss oder dass das ein Teil des Systems ist? Da arbeiten wir mit Stufen. Ein Label Stufe 1 heißt On-Off. Das ist zum Beispiel SG-Ready oder einfache Relais-Schaltungen. 2 ist auch noch diskret und so geht das weiter bis zur Stufe 6, wo wir dann wirklich von digitalen Zwillingen sprechen und von Forecasts und Echtzeitkommunikation. Auch dazu gibt es ein kleines Video, das noch ein bisschen mehr erklärt in den Links. Dann haben wir Kategorien. Wir haben jetzt von diesen technischen Ebene links gesprochen, dieses Product Communicator Systems. Das Ganze fliegt nur, wenn Integratoren das kennen und integrieren und dann in einem funktionierenden Smart Ready Building oder Campus, also Gebäude oder Areal, eben zu einem System verknüpfen. Und unser Ziel ist dann auch im nächsten Schritt auch ein Building und Campus Label vergeben zu können, das eben garantiert, dass ein Gebäude oder ein Areal Smart Grid Ready ist und auch netzdienlich sein kann. Das ist die Ebene. Wo stehen wir heute? Die Spezifikation ist erstellt auf dieser Schnittstelle. Erste Produkte sind jetzt gerade vor kurzem gelabelt worden, haben das so integriert. 5 erste Produkte kommunizieren wir gerade am Morgen oder am Montag in einer Medienmitteilung, sind jetzt Market Ready. Das ist ein Meilenstein für uns. Bis Ende Jahr werden es rund 10 sein. Und wir sind jetzt daran, die Tools zu entwickeln und die Dokumentation, um eben das breitenfähig zu machen und auszurollen. Als Ausblick, wir sind jetzt am Skalieren. Wir suchen Mitglieder, wir brauchen Rückmeldung der Community, wir brauchen Feldtests, wir müssen das demonstrieren können und brauchen auch Marktfeedback. Planen dann die offizielle Lancierung des Labels. Das wird nicht dieses Jahr sein und auch nicht erste Hälfte nächstes Jahr, aber wir arbeiten dran, weil wir denken, wir sind im richtigen Zeitpunkt mit dieser Initiative. Und parallel entwickeln wir Ansätze für dieses Gebäude- und Areal-Label oder Building- und Campus-Label. Voilà, das ist eigentlich schon mein Beitrag. Und ich weiß nicht, Glück, ob wir noch Zeit haben für eine Frage, weil wir sind da ein bisschen am Hetzen. Genau, wir haben noch Zeit für eine Frage aus Publikum, weil ich glaube, also ich stelle dir jetzt direkt die Frage, was ist eigentlich kritisch jetzt für euer Vorhaben? Und das hat mit der Frage zu tun, die wir jetzt gerade ins Publikum stellen. Genau, das ist sicher ein Aspekt. Ja, es sind verschiedene kritische Punkte, aber die Bereitschaft, dann die Flexibilität zur Verfügung zu stellen, heißt auch, oft zu sein, dass ein Netzbetreiber eingreift oder mehr Daten ausliest aus meinem Gebäude und auch eingreifen kann in gewissen Rahmen. Wie schätzen Sie das ein, wie hoch diese Bereitschaft ist? Das ist für uns doch sicher noch eines von einigen Fragezeichen. So, jetzt zeigen wir da mal die Resultate. Und die Resultate,
die sind, das ist sagen, also eine gaussische Verteilung. Leute, genau. Das weiß niemand wirklich. Das weiß niemand wirklich. Sind wir gespannt, aber ich denke, wir haben hier viele Leute aus der Praxis, von dem ist es spannend. Ich lasse jetzt die Umfrage auch noch kurz ein bisschen weiter laufen. Wie ist da das Interesse vom Markt? Rennt ihr da offene Türen ein? Ja, das Interesse ist groß. Wir denken, es ist wirklich der Moment und es ist wirklich ein Bedarf da für diese Standardschnittstellen. Ich glaube, das haben wir auch in der Umfrage gesehen von Mark, also vom FWS, dass dieser Bedarf da ist. Das würde sehr vielen Akteuren die Arbeit enorm erleichtern. Aber es gibt auch viele Hindernisse. Weil proprietäre Systeme sind für gewisse Leute natürlich auch interessant. Genau, vor allem marktmächtige Akteure. Gut, jetzt sind wir so frech und fragen direkt auch noch ins Publikum. Was finden die Leute? Braucht es einen Standard wie Smart Grid Ready? Ist dieser Ansatz richtig? Genau, ich denke, es war schwierig, jetzt den Ansatz wirklich ganz zu begreifen in diesen 7 Minuten, aber einfach also, ein Eindruck, genau, ein Feedback. Ja. Ich empfehle da wirklich auch die beiden Videos, wo ihr das wirklich sehr, sehr einfach und nachvollziehbar nochmal aufbereitet habt. Sehen Sie sich die im Nachgang auf jeden Fall noch ein. Aber also die Sicht der Branche hier ist klar, es braucht diesen Standard und die 9%, die sagen, weiß nicht, okay. Aber nein, ja. Sagt niemand. Nein. Ist da keiner von der Konkurrenz, der sagt, nein, das ist. Ja. Also, und wie gesagt, wir stehen auch am Anfang und wir brauchen diese Unterstützung, also diese 87%, wir brauchen die an Bord. Sehr gut. Informiert euch weiter, geht auf unsere Webseite und wer Mitglied wird, wird mit offenen Armen empfangen und kann auch mitsprechen und mit kreieren an diesem Standort. Wunderbar. Wenn wir vom Kreieren sprechen, vielen Dank, Stefan, für dein Referat. Dann ist es für mich das Stichwort David mit in den Call zu nehmen. Hallo David. Ganz genannt. Ja, du hast in letzter Zeit dich mit allem, was wir hier besprochen haben, ziemlich viel tiefer auseinandergesetzt und hast das Ganze in einem ganzen großen Areal inklusive Elektromobilität, Bidirektionalität umgesetzt. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag und übergebe dir hiermit das Wort. Vielen Dank, David. Gut, besten Dank. Dann willkommen auch meinerseits zu diesem kurzen Input-Referat. Es geht eben um ein BFE-Pilotprojekt. Wir haben eigentlich als erste vor ein paar Jahren wirklich auf einem realen Objekt mit realen Bewohnern bidirektionales Laden eingeführt. Der Titel tönt ein bisschen kompliziert, smarte Mobilität mit nachhaltigem E-Carsharing und bidirektionalem V2X, also das steht für Vehicle to X, für X kann eben Home da sein, Vehicle to Home oder auch das Grid, Vehicle to Grid. Und das Objekt ist in Erlenmatt Ost, das werde ich Ihnen gleich zeigen, das ist ein großes Areal. Das Projektteam besteht aus Novatlantis, Frau Roschewitz, sie hat die Federführung, hat die Gesamtprojektleitung gemacht. Dann haben wir hier von Smart Energy Engineering bzw. unsere Vorgängerfirma Smart Energy Control hat die Realisierung gemacht, also die technische Seite. Dann haben wir auch Unterstützung gehabt von Seite Fachhochschule, von der ZHW. Die haben die wissenschaftliche Begleitung gemacht und noch zusätzliche Simulationen. Und dann der Betreiber, das ist die ADEF Energiegenossenschaft, die dann eben das System effektiv auch betrieben hat. Wie gesagt, unterstützt ist das Ganze vom Bundesamt für Energie. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen mit dem Projekt. Das läuft noch bis Ende dieses Jahres. Es wird dann auch entsprechend noch publiziert. Jetzt das Areal kurz vorgestellt. Hier sehen Sie diese Gebäude, die sind verteilt hier. Und Sie sehen hier mal das Wärmenetz. Es ist also ein Wärmeverbund hier realisiert auf diesem Areal. Und auch ein elektrischer Verbund. Es ist ein großes ZEV. Sie sehen hier die elektrischen, das lokale elektrische Verteilnetz und die verschiedenen Stationen. Unten auch ein paar Angaben, dass Sie sich da ein bisschen Vorstellung machen können. Es sind mehr als 650 Personen da wohnhaft in 13 Gebäuden verteilt. Es sind ca. 200 Wohnungen, es ist auch noch Gewerbe da. Es ist eben ein großes ZEV, wo direkt eine Netzebene höher eingespiesen wird. Es sind sogar zwei Trafostationen noch vor Ort mit erheblicher Leistung, 2x630 kVA.
Dann haben wir auch insgesamt 650 Kilowatt Peak Solarstrom verteilt auf alle Gebäude. Wir haben Wärmepumpen, da werden wir dann noch ein Bild sehen, das sind auch Großwärmepumpen, die dann aus dem Grundwasser die Wärme entziehen. Und wir haben dann noch dezentrale kleine Warmwasserwärmepumpen verteilt in den Gebäuden. Es ist auch noch ein großer Wärmespeicher da, ein thermischer Wärmespeicher, 70.000 Liter als Puffer, der dann auch noch für die Bewirtschaftung thermisch verwendet wird. Und eben unser Anteil da war die Ladeinfrastruktur, eben jetzt ganz neu mit zwei bidirektionalen Ladestationen im Zusammenhang mit einem Carsharing-Modell. Das werde ich Ihnen gleich zeigen. Hier sieht man jetzt mal eine größere Wärmepumpe. Das ist also nicht so eine kleine Hauswärmepumpe, sondern das ist eine größere Maschine. Jetzt eine Maschine hat ca. 300 Kilowatt Heizleistung. Sie sehen auf dem Schema rechts die Steuerung. Es sind also drei Wärmepumpen eigentlich, die parallel laufen. Das sind Ammoniak-Wärmepumpen und die speisen jetzt eben dieses lokale Wärmeverteilnetz. Sie sehen auch rechts die Speicher hier. Es sind also mehrere Speicher in Serie geschaltet, wo dann eben die Wärme thermisch zwischengespeichert werden kann. Dann sieht man hier die Hauptverteilung, auch etwas ein größeres System. Links, da ist die Hauptverteilung, das sind große Stromschienen, also es ist viel Kupfer installiert. Und rechts sehen Sie dann die ZEV-Zähler, das ist jetzt einfach von einem Baustein, also von einem Gebäude hier die Sicht in die lokale Verteilung mit diesen Privatzählern, wo dann eben die Stromabrechnung der Kunden, der Bewohner erfolgt. Dann hier sieht man jetzt den Netzanschluss, also Sie sehen jetzt hier diese Trafo-Stationen, die eben im Areal drin sind, also hier kommt der Strom rein und wird dann runter transformiert. Wie gesagt, auf einer Netzebene höher ist hier der Netzanschluss. Das wird auch gemessen, werden wir nachher noch sehen, auf einem Schema, also es wird gemessen, was in das Areal reinkommt und was auch wieder zurückgespeist wird ins Netz. Und jetzt kommen wir schon zum Kern der Sache. Von unserem Pilotprojekt, das waren diese zwei Fahrzeuge, die wir eingebunden haben. Wie gesagt, es ist ein Carsharing-Modell, also diese Fahrzeuge werden angeboten für die Bewohner. Und es sind zwei Fahrzeuge, beide Nissan. Das eine ist der Valia, dieser Lieferwagen hier, also der ENV genau genommen, und das andere der Nissan Leaf. Die sind eben auch von Herstellerseite freigegeben und vorbereitet für dieses bidirektionale Laden. Die haben die CHAdeMO-Schnittstelle, also die Japaner sind uns da ein bisschen voraus. Die bieten das schon standardmäßig an. Sie sehen, die Batterien sind moderat, also 40 Kilowattstunden Batterien haben die jetzt on board. Die Ladestationen übrigens sieht man auch hier im Hintergrund. Das sind zwei Ladestationen von EVTEC hier installiert. Hier sieht man das noch ein bisschen genauer. Das sind jetzt die Ladestationen. Das ist ein Modell Coffee and Charge. Das war damals noch ein Pilotmodell, das wir da eingesetzt haben. Das wurde mittlerweile auch ein bisschen weiterentwickelt. Das ist also von der Firma EVTEC aus Kriens. Die Schnittstelle ist eben CHAdeMO. Das ist die japanische Schnittstelle, die intelligent mit dem Fahrzeug kommunizieren kann. Man sieht dann unten auch diese zwei Stecker. Wichtig ist, es sind DC-Lader, also das sind etwas aufwendigere Ladeboxen. Entsprechend sind natürlich auch die Preise etwas höher, als wenn Sie einfach so eine normale AC-Ladebox kaufen. Jetzt hier sieht man das Schema der Installation. Wichtig ist, es geht hier wirklich um eine Gesamtintegration. Also wir haben hier nicht nur die Ladestationen jetzt gemanagt, sondern wirklich das gesamte System integriert. Das ist eben wichtig, also Gebäude und Ladeinfrastruktur muss gekoppelt werden, die berühmte Sektorkopplung. Man sieht jetzt hier oben die beiden Zähler, die bidirektional am Netzanschluss die Leistung messen und natürlich auch die Energie, die rein und raus geht, bei diesen beiden Trafos. Das ist also die Schnittstelle zum Netz. Hier wird gemessen. Dann haben wir natürlich auch Zähler hier bei den Ladestationen. Die messen hier auch bidirektional, was rein und raus geht in die Fahrzeuge. Und dann werden natürlich auch die Wärmepumpen und so weiter, die weiteren Verbraucher, Heizzentrale, alles wird separat gemessen und dann zusammengefasst. Hier unten sehen Sie auch die Heizungssteuerung. Das war jetzt eben eine separate Steuerung, die diese Wärmepumpen steuert. Und hier dann der Eigenverbrauchsmanager, das war unsere Entwicklung. Mit dem haben wir dann eigentlich übergeordnet das Gesamtsystem gesteuert. Also wir haben eine Schnittstelle zu dieser Heizungssteuerung und eben auch über LAN dann eine Schnittstelle zu den Ladestationen. Und so können wir das Gesamtsystem integral eben managen.
Hier noch ein bisschen vereinfacht, nochmal einfach, dass man das ein bisschen anschaulich sieht. Das ist auch ein bisschen generalisiert auf ein allgemeines Gebäude. Also man hat im Zentrum immer den Energiemanager. Meistens ist das ein Gerät in kleineren Gebäuden und dann hat man oben links die PV-Anlage, die Produktion, die lokale. Da braucht es eine Verbindung, eine Kommunikation. Dann hat man eben typischerweise Wärmepumpen oder andere Verbraucher im Gebäude. Diese werden auch intelligent eingebunden, also es gibt ein Management, die werden berücksichtigt. Dann hat man Bewohner, das ist natürlich das Wichtigste, die müssen eben auch eingebunden werden und das war in unserem Projekt eigentlich ein wichtiger Anteil, jetzt wenn es um dieses Laden der Elektromobile geht. Es braucht auch eine gewisse Bewusstseinsänderung, jetzt gerade in der Elektromobilität, man ist sich noch gewöhnt so vom Benzinfahrzeug oder vom Diesel, man geht an eine Tankstelle, steckt ein, und dann ist der Tank voll, oder? Und das hat man jetzt, dieses Denken ist auch noch da in der Elektromobilität. Man möchte einfach am Abend zu Hause einstecken. Es muss sofort mit voller Leistung laden und voll sein. Und das wird in Zukunft nicht mehr gehen. Wir wollen ja das Stromnetz nicht noch zusätzlich belasten, sondern wir wollen es entlasten. Und da braucht es auch auf Seite Benutzer eine Bewusstseinsänderung. Jetzt, wie haben wir das gemacht? Die Lösung hier war relativ einfach, weil wir sowieso ein Carsharing haben. Haben wir so eine Buchungs-App gehabt. In dieser Buchungs-App haben die Bewohner dann gesagt, wann sie eben das Fahrzeug benutzen werden. Und so hat unser System natürlich dann das optimal managen können. Unten sind dann die Ladestationen. Man sieht jetzt hier diese beiden Ladestationen. Das ist natürlich noch vorbereitet für viel mehr als zwei, aber wir haben einfach jetzt mal aus Kostengründen zwei installiert. Und die, da gibt es natürlich auch eine Kommunikation zwischen Energiemanager, Ladestationen und Fahrzeugen. Hier sieht man jetzt eigentlich, was wir bezwecken wollten. Man sieht hier die Leistungsbilanz. Also das ist nur die Bilanz am Netzanschlusspunkt. Rot heißt, das ist Netzbezug. Da kommt also Strom aus dem externen Netz rein. Und grün heißt, wir haben Überschuss. Es wird zurückgespiesen ins Netz. Wir sehen, dass wir hier in diesem Areal einen großen Lastüberhang haben. Es gibt auch im Winter Tage, wo wir überhaupt keinen Überschuss zurückspeisen, sondern wir eigentlich nur in der Last sind. Trotzdem ist es aber eben sehr interessant oder gerade deswegen ist es sehr interessant, dieses Areal zu managen. Und zwar, was wir machen wollen, ist Peak Shaving. Das haben wir auch umgesetzt. Und zwar geht es darum, die maximalen Peaks hier oben. Sie sehen am Abend, wenn alle nach Hause kommen, da gibt es einen Lastpeak im Areal. Und den wollen wir brechen mit diesen Elektromobilen. Wir haben dazu einen Algorithmus programmiert, der eben adaptiv, vorausschauend mit einer Prognose arbeitet. Also er macht eigentlich eine Lastgangprognose und setzt dann diese Schwelle adaptiv so, dass dieser Peak möglichst gebrochen werden kann. Und das Gleiche wird gemacht hier unten mit dem Überschuss oder einfach in der Tieflastphase wird auch eine Schwelle berechnet, die optimal eingestellt ist, so dass wir dann die Energie eben über die Batterien sozusagen transferieren können. Also wir laden das Fahrzeug hier mit Überschuss, speichern das dann im Fahrzeug und entladen es dann wieder in diesem Lastpeak. Und so können wir eben dieses Peak Shaving realisieren. Hier sieht man noch ein paar Details. Wir sehen jetzt unten diese Buchungsplattform eingeblendet. Da konnten also die Benutzer wie in einem Outlook-Kalender ihre Fahrzeuge buchen. Das ging eigentlich sehr einfach. Sie konnten einfach die Fahrzeuge auswählen und dann sagen, wann möchte ich abfahren, also die Abfahrtszeit konnte definiert werden und die ungefähre Reichweite. Also sie hatten so drei Auswahlmöglichkeiten, ich möchte Kurzdistanz, Mittel oder Lang. Das mussten sie auswählen und entsprechend wurde das dann eingetragen in die Buchungsplattform und unsere Software hat eine Verbindung, Kommunikation zu dieser Buchungsplattform und kann dann so eben das Lademanagement entsprechend optimieren, wenn wir eben vorauswissen, wann die Fahrzeuge wie genutzt werden. Wichtig ist, dass wir eben dann die restliche Flexibilität in den Fahrzeugen eben für das Management des Areals nutzen können. Und man sieht hier rechts so eine Grafik. Ich gehe da nicht auf jedes Detail ein, nur das Wichtigste. Es können etwa 60% der Batteriekapazität dieser Fahrzeuge aktuell für dieses Lastmanagement genutzt werden. Das ist einfach vom Hersteller seitig her ist das begrenzt. Also wir können nicht 100% des Hubs fahren, sondern 60% hat auch etwas mit der Lebensdauer der Batterie zu tun. Und wichtig ist natürlich, es muss immer eine gewisse Mindestreichweite
vorhanden sein. Und die haben wir dann einfach zum Beispiel auf 30% SOC gesetzt, also dass man in jedem Fall eine Mindestreichweite zur Verfügung hat. Jetzt komme ich noch zu den Simulationen, die unsere Kollegen an der ZHW gemacht haben, weil wir eben nur zwei Fahrzeuge jetzt im Areal hatten, konnten wir hier keine statistischen Aussagen machen. Darum haben wir dann eine Hochrechnung gemacht. Man sieht unten die Flottengrößen, die wir berechnet haben. Wir sind also ausgegangen von 15 Fahrzeugen mal in der ersten Stufe, dann 29 oder knapp 30 Fahrzeuge in der zweiten und dann 60 Fahrzeuge nach einer dritten Stufe. Und Sie sehen hier auch eine Einteilung zwischen Private und Workplace. Also Private sind einfach Privatfahrzeuge und Workplace sind solche, die dann dort arbeiten in diesem Areal. Und Sie sehen jetzt auch rechts, das ist jetzt eigentlich interessant, das sind so typische durchschnittliche Ladeleistungen von Elektromobilen, wenn sie eben nicht gemanagt werden. Und Sie sehen jetzt hier den Unterschied Private und Workplace. Private, das sind eben die Privatfahrzeuge und Sie sehen, die werden logischerweise am Abend eingesteckt. Die Leute kommen nach Hause, stecken die Fahrzeuge an und dann wird eigentlich damit voller Leistung geladen. Oder Workplace, das ist das Umgekehrte, die kommen am Morgen hin, stecken die Fahrzeuge ein und dann wird da geladen. Und das ist natürlich suboptimal, das ist uns klar, oder? Allen, die jetzt zuhören, wir können nicht einfach am Abend einstecken und alle zur gleichen Zeit voll laden. Und darum braucht es eben dieses Lastmanagement. Und das Ziel ist eben, dass man diesen Berg da ein bisschen verteilt und verschiebt, sodass eben keine zusätzliche Belastung des Netzes da ist. Und in unserem Fall können Sie sogar noch eine Entlastung machen, weil es eben bidirektional ist. Wir haben auch noch verschiedene Batteriekapazitäten angeschaut, so verschiedene Szenarien, sind da mal auf 80 Kilowattstunden hochgegangen und auch verschiedene Ladeleistungen. Momentan ist es noch bei plus 10, minus 10 Kilowatt beschränkt. In Zukunft wird das sicher größer sein, bis 50, minus 50 Kilowatt. Vom Chatemo her ist das ja technisch möglich. Und da haben wir einfach mal ein bisschen gerechnet. Und ich zeige Ihnen jetzt nur die wichtigsten Resultate für die Flotte von 60 Fahrzeugen. Sie sehen das oben, also 59 Fahrzeuge wurden hier berechnet. Und man sieht jetzt hier schwarz für jeden Monat der Berechnung, der Simulation, die Lastspitzen, die man hat vom Areal ohne Flotte. Also das ist real schwarz natürlich, das sind sogar die Messdaten, oder real, also ohne Flotte, die effektiven Lastspitzen in jedem Monat. Und dann rot sehen Sie jetzt die Lastspitzen mit ungeregelter Flotte. Das heißt, wenn ich jetzt einfach 60 Elektromobile habe in der Tiefgarage und die werden jetzt einfach alle durch den Benutzer eingesteckt am Abend, wenn die nach Hause kommen, dann sehen Sie eben, dass das eine massive Steigerung geben würde der Lastspitzen. Und das wollen wir eben nicht. Wir wollen das Gegenteil. Jetzt hier hat man, Sie sehen jetzt grün mit der geregelten Flotte, hat man sogar eine Reduktion der Lastspitzen hinbekommen, weil man ja eben auch bidirektional aus den Fahrzeugen den Strom wieder ziehen kann, kann ich effektiv sogar Lastspitzen brechen. Und ich glaube, das ist eigentlich die Kernaussage hier. Also wenn man die Elektromobilität eben intelligent einbindet, dann führt das nicht zu einer Zunahme von Lastspitzen, sondern zu einer Abnahme. Das heißt, wir können sogar das Stromnetz stabilisieren mit Elektromobilen. Und das ist, finde ich, sehr spannend. Natürlich, wir haben jetzt hier bidirektionale Fahrzeuge, das ist heute noch nicht Standard, aber auch wenn Sie unidirektionale Fahrzeuge haben, da können Sie mindestens mit intelligenter Regelung versuchen, auf dieser schwarzen Kurve zu bleiben, also dass Sie eben keine zusätzlichen Lastspitzen produzieren. Das muss das Ziel sein. Jetzt komme ich schon zum Schluss, zur Zusammenfassung. Die wichtigsten Denkanstöße von meiner Seite. Ich finde eben die Sektorkopplung Gebäudemobilität absolut zwingend. Das ist eine gegenseitige Symbiose. Das Fahrzeug hilft dem Gebäude und umgekehrt. Dann sehe ich das Elektromobil ganz klar als fahrbaren Batteriespeicher. Auch von den Kosten her, wenn man das Fahrzeug anschaut, ist der Preis pro Kilowattstunde fast gleich, wie wenn Sie einen stationären Batteriespeicher kaufen. Das heißt, Sie haben eigentlich das Fahrzeug, die Karosserie und die Räder, alles rundherum gratis dazu. Und Sie können diese Batterie eben auch nutzen, nicht nur zum Fahren, sondern eben auch um Gebäude zu managen. Die Fahrzeuge sind ja die längste Zeit irgendwo stehen, die rum auf einem Parkplatz und sind eingesteckt. Dann mit intelligenter Regelung wird das Stromnetz eben nicht belastet, sondern man kann es sogar entlasten, im besten Fall, wenn Sie bidirektional unterwegs sind.
dann dass der Vehicle to Home oder Vehicle to X und bidirektionales Laden ist heute technisch schon möglich. Es ist aber noch relativ teuer. Also wenn Sie selbst mal nachschlagen nach diesen Preisen, werden Sie das auch finden. Es gibt schon erste Anbieter, die auch sowas anbieten. Es ist auch noch beschränkt auf japanische Fahrzeuge, also die meistens japanische Hersteller mit dieser CHAdeMO-Schnittstelle. Aber ich bin wirklich überzeugt, also fest überzeugt, dass sich das in Zukunft sehr weit verbreiten wird. Es gibt auch viele europäische Hersteller, die in Startlöchern sind. Die haben alle schon Demonstrationsfahrzeuge, wo das technisch funktioniert. Die sind einfach noch ein bisschen vorsichtiger und warten jetzt noch ein bisschen ab. Aber das wird sicher auch bei uns kommen, auch in der Breite. Dann auch das Letzte, eine wichtige Aussage, dass eben auch beim udirektionalen Laden mit intelligentem Lastmanagement viel herausgeholt werden kann. Und die sollte eben bei der Installation auch von Anfang an mit berücksichtigt werden. Besten Dank. Vielen Dank, David, für diesen spannenden Input aus der Praxis. Meine Damen und Herren, wir sind über der Zeit, die wir angesagt hatten, seit wenigen Sekunden. Für alle, die bis hierhin durchgehalten haben, vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir werden Ihnen im Nachgang noch weitere Unterlagen schicken und eine kleine Umfrage machen an Sie, damit wir auch wissen, wo können wir uns verbessern, wo sollen wir weitergehen. Jetzt würde es mich für die, die noch drin sind, mal schon vorab interessieren, wie zufrieden waren Sie bis hierhin mit unserem heutigen Webinar. Super. Und wie gesagt, es wird noch eine detailliertere Umfrage kommen, wo Sie dann vielleicht noch Feedbacks geben können was Sie im nächsten Webinaren bräuchten, was wir vielleicht besser machen können, etc. Gut, wir sind niemand böse, der sich jetzt aushängt. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir überziehen, da wir eh schon dran sind, noch ein paar Minuten weiter. Ich hoffe, das ist für alle anderen hier im Stream auch okay. Aber ich glaube, wir möchten den David noch zwei Fragen stellen und vielleicht auch an die anderen noch. Wenn Sie rausgehen müssen jetzt, Sie können das natürlich in der Aufzeichnung, die wir Ihnen auch zuschicken, werden auch diesen letzten Teil noch anschauen können. Kein Problem. Gut, also mal Good News, wir sind bei der soliden 5, die wir in der Schweiz haben. Ein großer Teil war sehr happy mit uns, die meisten waren happy mit uns. Also vielen Dank für diese gute Bewertung schon mal. Und jetzt holen wir noch mal ein bisschen was raus mit den Fragen. Und zwar fange ich gleich an. David, hat es einen Grund gegeben? Ihr hattet jetzt hier gar keine AC-Ladestationen in diesem Verbund, oder stimmt das gar nicht? Also war das jetzt nur in eurem Pilotprojekt nicht? Also gab es da auch normale Ladestationen, die mit einem regulären Lastmanagement geregelt wurden? Genau, also die gibt es auch. Die wurden jetzt sogar noch nachgerüstet, weil man gesehen hat, dass unidirektional ist natürlich noch wirklich Pilot, und man hat jetzt noch zusätzlich eben konventionelle AC-Ladestationen nachgerüstet, natürlich auch mit einem intelligenten Lastmanagement. Okay, vielen Dank für die Antwort. Ich glaube, das ist wirklich auch die wichtige Aussage. Ich glaube, das auch nochmal von der Runde, dass wir das betont haben, wenn Sie jetzt im Auftrag von der Eigentümerschaft, der Bauherrschaft ein Gebäude planen und das noch nicht mit bidirektionalen Ladestationen machen, ist das völlig okay. Also ich glaube, das können Sie mir sicher auch bestätigen, kannst du mir auch so bestätigen, David, oder wenn man heute ein Lademanagement vorsieht, dann kommt nicht in 3 Jahren eine Bauherrschaft und sagt, pui, das hast du falsch gemacht, oder? Genau, also ich sage immer von Anfang an, gerade einplanen, gerade im mehrfamilienhäuslichen Bereich ist das wirklich sehr, sehr spannend. Und wenn die Ladeinfrastruktur da ist, kommen eben auch die Fahrzeuge. Umgekehrt funktioniert es nicht. Sehr gut, vielen Dank. Wir haben jetzt hier noch ein, zwei weitere Fragen. Und zwar, ich glaube, eine, die war an dich gerichtet, Stefan. Welche Kommunikationsprotokolle sind bei euch bei Smart Grid Ready geplant? Modbus, TCP, Fragezeichen. Kannst du da was dazu sagen? Ja, genau, das ist eine sehr gute Frage. Modbus
nehmen wir gerade am Anfang mit, weil sehr viele mit Modbus noch funktionieren. Das ist ganz wichtig, das ist dabei. Dann haben wir eine Web-Schnittstelle für Cloud-Anwendungen, also Web-Protokoll, REST API auf jeden Fall. Dann SunSpec für Wechselrichter ist dabei. Und dann sind wir an verschiedenen Protokollen am Arbeiten und am Priorisieren. Also ob OPCC kommt. Okay, das ist die Schnittstelle für die Ladeinfrastruktur. Die Ladeinfrastruktur, genau, das sind wir am Schauen. Und die Netzprotokolle, IEC-Protokolle und so weiter. Ich könnte noch lange weitermachen. Okay. Das ist genau also Thema. Gibt es gibt viele solche Protokolle, ja, und es ist ein Thema, das wächst. Genau. Okay. Im Moment ist es nur Modbus, REST API und SunSpec, und das ist einfach am Wachsen nach Bedarf. So. Ja. Genau. Gut, dann vielleicht noch an Nathalie eine Frage jetzt von meiner Seite. Also wir haben jetzt gesehen, da kommen neue Großverbraucher zu. Wie würdest du sagen, eine Solaranlage, die werden die in Zukunft größer, werden die leistungsfähiger, wird man eben vermehrt vielleicht auch in die Fassade gehen. Wie siehst du das ein bisschen? Genau, also es wird vor allem mehr Anlagen geben. genau, also eine Tendenz sehen wir jetzt schon, also Fassadenanlagen nehmen zu, ist auch im Hinblick auf den Winterstrom, ist das auch eine sehr wichtige Trend, den wir sehr spannend finden. Zusätzlich gibt es ein sehr großes Potenzial auf Infrastrukturen, vor allem auf Lärmschutzwänden oder Parkflächen und so, da sehen wir auch sehr viel dazukommen. Sehr viel leistungsfähiger werden in nächster Zeit die Anlagen wahrscheinlich nicht werden. Es gibt schon minimale Verbesserungen bei den Modulen und bei den Wirkungsgraden, aber das wird wahrscheinlich in der großen Masse noch keine großen Sprünge geben. Also es wird vor allem mehr. Wunderbar. Genau. David, wir haben hier noch eine Frage, nämlich wie, du hast jetzt das Ganze, du hast nicht Smart Grid Ready abgewartet, sondern das ohne gemacht. Wie kompliziert, wie aufwendig war diese Integration der verschiedenen Systeme in diesem zentralen Management-System, das dann auf so einer Folie so simpel aussieht? Also ich bin jetzt gerade ehrlich, wir haben das vor 3-4 Jahren angefangen und da gab es eben noch keine Standards und wir haben da wirklich gekämpft mit den Protokollen und mit den Schnittstellen und darum finde ich es eben enorm wichtig, dass eben diese Standardisierung stattfindet. Das ist absolut entscheidend. Offene Schnittstellen und eben dieses OCPP haben wir jetzt gehört, dass im Elektromobilbereich gibt es Schnittstellen, Standards, und wenn die eben integriert werden, auch mit den Gebäudeschnittstellen, dann sind wir wirklich in der Zukunft angekommen. Okay, also das heißt, du rechnest damit, dass wenn du ein gleiches Projekt in 3-4 Jahren machen würdest, dass du schon viel, viel weniger Programmierarbeit, kann man das so sagen? Okay, aber was sind jetzt vielleicht deine Tipps? Du bist ein bisschen an der vordersten Front, würde ich sagen. Was sind jetzt deine nochmal Tipps an einen normalen nicht Professor Gebäudeplaner aus den Learnings, die du jetzt aus diesem Projekt auch mitgenommen hast, gibt es da noch so ein bisschen was man einfach und schnell neben vielleicht den Dingen, die du bereits erwähnt hattest in deiner Zusammenfassung, was du denen noch mitgeben oder uns allen noch mitgeben willst? Ja, also das eine ist mal sicher, was du auch schon gesagt hast, mit Leerrohren ist es nicht gemacht. Es braucht eben mehr, oder? Also es muss wirklich eine Infrastruktur da sein. Es muss eben auch frühzeitig geplant werden, und zwar das gesamte Gebäude. Also wir sprechen jetzt hier nicht nur von den Ladeboxen, auch Einbindung Wärmepumpen, Einbindung sonstiger Verbraucher, zusammen eben mit der Elektromobilität. Also man muss die tiefhängenden Früchte ernten, oder? Das heißt, die Wärmepumpen sind große Verbraucher, die Elektromobile sind große Verbraucher. Die muss man einfach von Anfang an managen, das muss man von Anfang an richtig einplanen. Das ist absolut entscheidend. Also wenn man dann am Schluss noch kommt und sieht, oh, jetzt brauchen wir noch irgendwo einen Energiemanager, müssten noch regeln, das geht eben nicht. Und was ich persönlich auch nicht gut finde, wenn man ein Einzelsystem installiert, also eine Wärmepumpe, die sich regelt, oder eine Ladestation, die sich dann intelligent regeln, aber nur für sich und das Gebäude nicht berücksichtigen, finde ich auch schade. Es muss wirklich das Gesamtsystem von Anfang an berücksichtigt werden. Okay, also sprich, wenn man jetzt ein Lastenmanagement machen würde auf die Ladestation, dann gleich das an den am Hausanschluss messen gehen und nicht an der Absicherung für die Ladestation. Gut, Stefan, noch eine Frage an dich.
Unterschied SG-Ready bei Wärmepumpen oder Smart Grid-Ready. Ich glaube, da war noch kurz Verwirrung. Oder Marc vielleicht auch. Also ich kann ganz kurz sagen, es ist nicht das Gleiche. SG-Ready ist ein einfacher Standard, diskret. Und SG-Ready wird automatisch Smart Grid-Ready sein. Das ist ein Teil dieser Rückwärtskompatibilität. Es wird beschrieben werden und man wird es ganz einfach integrieren können, alle SG-Ready-Schnittstellen, zumindest mit diesen Funktionalitäten. Mit dem Ziel natürlich dann noch weitergehen zu können in der Intelligenz. Ist das okay, Marc, oder? Super. Eben ist eine sehr gute Frage, weil das oft verwechselt wird. Und darum wichtig die Antwort, dass es nicht dasselbe ist. Unglückliche Namensgebung unseres. Aber er hilft natürlich eurem Brand, wenn man den schon mal gehört hat. Das ist die Frage. Gut. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich sehe, 60 sind noch dabei. Vielen Dank, haben Sie uns auch diese zusätzlichen Minuten noch geschenkt. Vielen Dank an alle Referenten und an Nathalie für die fleißige Arbeit im Background bei der Beantwortung der Fragen. Wir werden auf Basis der Feedbacks weitere Veranstaltungen machen in ähnliche Richtung. Also seien Sie gespannt auf was noch kommt und vielen Dank und einen ganz schönen Feierabend und einen guten, wenn es schon weit ist. Vielen Dank. Merci vielmals.